Nun treffen wir einen Mann, der uns erklärt, warum er weltweit nach deutsch-jüdischer Kultur sucht. Die Filmindustrie in Hollywood, die Bauhausarchitektur in Tel Aviv. Ohne jüdische Kulturschaffende aus Deutschland gäbe es sie nicht. Während Millionen Juden von den Nazis ermordet wurden, konnten einige Tausend aus Deutschland fliehen und brachten ihre Kultur mit ins neue Land. Historiker aus Deutschland wollen 66 Jahre nach Kriegsende nach den Spuren dieser Menschen suchen, weltweit. Uns geht es zum Beispiel darum, zu fragen, ja, was kann man eigentlich tun, um überhaupt in Erfahrung zu bringen, was es gibt. Das weiß man nämlich nicht. Julius Schöps gehört selbst zu einer der bedeutendsten deutsch-jüdischen Familien, den Mendelssohns. Moses Mendelssohn, der Philosoph. Sohn Abraham, der Bankier. Und schließlich Felix Mendelssohn Bartholdy, der Komponist. Viele Nachkommen leben heute in aller Welt, geflohen vor Antisemitismus und wirtschaftlicher Not, wie so viele deutsche Juden. Zum Beispiel der Bayer Löb Strauß, der als Levi Strauß im 19. Jahrhundert die Jeans erfand. Ein uramerikanisches Kultobjekt, entwickelt von einem Deutschen. Auch andere, die heute als typische Amerikaner gelten, haben Wurzeln in Deutschland. Regisseur Billy Wilder, der in Galizien geborene Oscar-Preisträger, war Journalist in Berlin und wuchs in Wien auf. Die Filmindustrie Hollywood ist ohne diese Zuwanderung aus, von Exilanten aus Deutschland überhaupt nicht begreifbar. Oder in den Vereinigten Staaten die ganze Universitätslandschaft, die New School in New York, da haben wir es zu tun mit der Frankfurter Schule und so weiter und so fort. Und die Wirkungen dieses deutsch-jüdischen Kulturerbes sind nach wie vor zu spüren in den Vereinigten Staaten. Nur dort weiß man es kaum noch und hier schon gar nicht. Es gibt nicht viele Orte, wo dieses Erbe wachgehalten wird. Eine davon ist die Villa Aurora im kalifornischen Pacific Palisades. Zuflucht für den deutsch-jüdischen Dichter Leon Feuchtwanger. Der lebte hier gemeinsam mit seiner Frau seit 1941 bis zu seinem Tod. Die Villa, ein Treffpunkt auch für andere deutsche Exilanten wie Bertolt Brecht und Thomas Mann. Heute soll die Villa Aurora an diese Geschichte erinnern und ein Ort der Begegnung sein. Das ganze Jahr über arbeiten hier deutsche Künstler mit einem Stipendium. Auch in Israel wird an deutsche Einwanderer erinnert, in einem Museum im Norden des Landes in Tefes. Die sogenannten Jekkes zählten zu den ersten Siedlern und spielten für den Aufbau Israels eine große Rolle als Juristen, Ärzte, Verwaltungsfachleute und als Kulturliebhaber. Die Generation derjenigen, die Deutschland verlassen hat, die haben an dieser Kultur festgehalten. Ich habe vor einigen, macht das 20, 30 Jahre her, für einen deutschen Rundfunksender besucht, literarische Salons in Tel Aviv. So was gibt es hier überhaupt nicht, oder gab es gar nicht mehr. Da wurden Stücke gelesen, da wurde Heine gelesen, Börne, Max Brod, Goethe und Schiller. Ja, das war explizit deutsche oder deutsch-jüdische Kultur im Ausland. Ist Heinrich Heine deutsch oder jüdisch? Sind die Kuchen in der Bäckerei der deutschen Auswanderer in Jerusalem jüdisch oder sind sie deutsch? Gibt es das überhaupt, deutsche und jüdische Kultur vereint? Ein alter Streit. Zeugnisse deutscher Juden werden im New Yorker Leo Beck-Institut archiviert und im Berliner Jüdischen Museum präsentiert. Schöps und seine Kollegen wollen diese und andere Einrichtungen vernetzen und Spurensuche betreiben. Der Nachlass in Buenos Aires, die Tagebücher in Kapstadt, alles könnte interessant sein für die Historiker. Am Ende dieses Projektes sollte stehen eine Datenbank, in der dieses alles aufgenommen wird, dokumentiert wird und eine Koordinationsstelle, wo hier versucht wird, zusammenzutragen, zusammenzufassen, was hier in Arbeit ist.
Höchste Zeit, dass es einen Ort, einen Ansprechpartner dafür gibt, damit die Spuren deutsch-jüdischer Kultur nicht für immer verschwinden.